Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema HTML. Diesmal machen wir jetzt wahrscheinlich sogar vorerst mal das letzte Video rein zu HTML. Danach geht's los mit CSS und Style und so weiter. Das wird dann richtig schön. Ja, und ich habe euch hier schon mal was vorbereitet. Und zwar das Letzte, was wir jetzt noch brauchen als Vorbereitung. Also wie immer der Body halt und ja, normales HTML. Und jetzt innen drin lernt ihr den neuen Tag kennen. Und ja, den Span kennt ihr ja schon. Also Divs. Was sind Divs? Divs sind sozusagen Kästen. Die sieht man nicht, aber man kann sie sich praktisch so als Boxen vorstellen. Alles, was man in diese Box reinpackt, ist dann halt da drin. Der Body ist auch ein Div, nur halt das komplette Dokument. Ich könnte jetzt hier noch ein paar Divs reinpacken. Und da dann Sachen reinschreiben. Das ist auch normalerweise der Fall. Zum Demonstrieren reicht jetzt aber eins. Man kann diese Dinger beliebig oft schachteln, das heißt, ich habe vielleicht später mal 100 Divs in weiteren 100 Divs drin und so weiter und so fort. Und die sind dann halt wie diese Kästen. Allerdings müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr so ein Div beendet, dann kommt ein Deckel drauf. Da kann dann nicht direkt irgendwie Text weitergehen, sondern da ist immer so ein bisschen Platz dabei und das kann man auch später gut formatieren. Hier der Span, der sieht dann schon ein bisschen anders aus. Das ist, habt ihr schon kennengelernt. Das ist jetzt hier einfach Left mit Right einfach nebeneinander geschrieben. Und diese Spans, die markieren halt dann immer eins und die kann man dann einzeln formatieren. Genauso ist bei den Divs auch, nur dass wenn ich jetzt hier noch einen Div hinten dran mache, dass ich dann eher den Abstand formatieren würde. Ich würde einen Rahmen formatieren und so ein Scheiß. Das würde ich bei den Spans nicht machen, da würde ich den einzelnen Text formatieren, den Text, der drinnen steht. Kann ich in dem Div auch machen, aber eher seltener. Ja, das eigentlich dazu. Ist jetzt total abstrakt, gerade sich das vorzustellen, ich weiß. Noch kurz. Ja, wobei, ich zeig's euch gleich mal. Also, hier haben wir. Ja, ich benutze Paint. Ist für meine Zwecke gerade ausreichend. Oder auch nicht. So. So, das ist unser Boxmodell. Ich werde euch das Boxmodell nochmal um die Ohren hauen. Aber jetzt nochmal, wie man sich die Divs vorstellen kann. Das Äußere hier ist ein Div. Das innen drin ist auch wieder ein Div. Und das rechts davon ist auch wieder ein Div. Das hier ist zwischen den beiden Divs der Spalt dazwischen, also der Rahmen, nicht der Rahmen. Der Pad, nee, Padding war innen drin. Halt einfach hier das zwischendrin. Weiß nicht genau, wie das heißt gerade. Sollte ich eigentlich. Egal. Und dann kann man halt eine Kante formatieren, man kann außenrum formatieren, man kann den Abstand formatieren. Margin hieß es, jetzt habe ich es wieder. Man kann nach innen den Abstand formatieren und dann steht dann halt hier innen drin so der Text. Und hier ist jetzt zum Beispiel Text drin, das ist ein Span, dann ist das ein Span. Und das da wird aber normalerweise kein Span sein, weil ein Span ist immer auf Text begrenzt. Also es ist ein Inline-Objekt, falls euch das was sagt. Braucht ihr aber eigentlich nicht unbedingt zu wissen. Ihr müsst nur wissen, wie man es verwendet. Ja. So ist es dann aufgebaut und das erstmal als Grundzug, dass ihr immerhin schon mal die Text kennt, dass wir das nächste Mal das nicht mehr machen müssen. Denn mit CSS geht es auch bald weiter. Oder los, besser gesagt, erstmal. Ja, jetzt noch was anderes hier. IDs sind eindeutige Zuweisungen für diesen Kasten. Also der hier mit der Begrenzung. Also ich habe es jetzt extra mal ein bisschen eingerückt. Der Kasten hier heißt Div und wenn ich auf die ID, über die ID auf den Outer Div zugreife, dann ist es klar, dass ich nur den meine und sonst keinen anderen. Hier der Div heißt Inner Div. Geht von da bis da. Und dann habe ich hier aber einen Span mit der Klasse Spans. Und den habe ich hier hinten nochmal. Klassen kann man mehrmals zuweisen. Wenn ich dann auf die ganze Klasse zugreife und die verändere, dann habe ich beide verändert hier in dem Fall. Ich kann dann noch mehr mit der Klasse zuweisen. Ich kann sogar dem Div meine Klasse zuweisen und so weiter und so fort. Ja, das dazu. Und da habe ich dann nochmal einen gemacht. Also nur, dass ihr seht, dass man nicht jeden Span dann mit der Klasse so nennen muss. Man kann auch die Klasse anders nennen, man muss dann halt richtig drauf zugreifen.
Ja, das war jetzt eher ein abstraktes Video, aber das solltet ihr noch wissen, bevor wir ins CSS übergehen. Und das machen wir dann das nächste Mal. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dann.